Hi, mein Name ist Rex Schamberg. Ich habe mit meinen Freunden zusammen über 10 Jahre lang den Vorstand vom Von der Rolle gemacht und habe hier in Dessau eine Skatehalle entwickelt. Hey Raik, schön, dass du es heute hierher geschafft hast. Du bist heute hierher gekommen, dass wir dir ein paar Fragen stellen können. Okay? Mhm. Dann können wir ja auch gleich anfangen. Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gut, danke. Perfekt. Hi Raik. Hi. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ist es okay, wenn ich sie stelle? Ja, sehr gerne. Hallo Raik. Hi. Wie und warum habt ihr euren Verein gegründet? Naja, gegründet haben wir den, weil wir eine Masse zeigen wollten von Jugendlichen oder Skatern, die eine Halle brauchen. Wie hast du deine Idee, also die Skaterhalle, umgesetzt? Vor allen Dingen habe ich die nicht alleine umgesetzt, sondern mit ganz, ganz vielen Freunden und Akteuren am Ende, die uns da auch geholfen haben. Grundsätzlich kann man sagen, wir haben uns als Verein zusammengeschlossen, wir haben einen Verein gebildet, der den Sinn hatte, den Rollsport, das Skateboarding, BMX-Fahren, das alles zu fördern und dazu eine Schlechtwetter-Variante rauszufiltern, ne? Also eine Halle, das war so unser Großes. Ne? Wie lange hat es gedauert, die Skaterhalle aufzubauen oder zu organisieren? Der Prozess, um eine Skatehalle zu schaffen, um dahin zu kommen, ungefähr 3 Jahre. Das Umsetzen, dass wir dann eine Halle selber hatten, das hat ungefähr noch mal ein Jahr gedauert. Was war der schwierigste Teil der Umsetzung? Der schwierigste Teil der Umsetzung war es auf jeden Fall, die Stadt davon zu überzeugen, dass Jugendliche in der Lage sind, so ein Gebäude zu halten und selbst zu verwalten. Und was treibt dich an, in der Skaterhalle so aktiv zu sein? Mich treibt an, dass wir dort die Möglichkeit haben, uns frei zu entfalten und mit unseren Freunden und anderen und vor allem auch Jüngeren unseren Sport ausleben zu können. Was kann man noch in der Skaterhalle machen? In der Skaterhalle kannst du theoretisch auch Calisthenics machen. Das ist Sport oder Trainieren mit eigenem Körpergewicht. Da haben wir auch noch einen Verein nebendran, den wir mit eingeladen haben zu uns in unserem Gebäude. Kannst dich mit Graffiti ausüben, ja? Oder du kannst auch einfach nur so vorbeikommen, rumhängen mit deinen Freunden und dort eine schöne Zeit haben. Erzähl etwas über deine Crew auf dem Bild. Auf dem Bild sieht man, der Jungsche mit dem Lockenkopf, das ist der Jens, das ist der Vorstandsvorsitzende oder der ehemalige Vorstandsvorsitzende, mit dem ich das jahrelang gemacht habe. Er war so der Kopf dahinter, ne? Während ich eher so das Handwerkliche gemacht habe, hat er ganz viel geguckt, wo kommen Gelder her, wie kann man uns auf solide Beine stellen, damit wir, und das war ja auch wichtig, damit diese Halle auch finanziert ist. Wie oft bist du hingefallen? Unzählige Male. Und wie ist das Gefühl, hinzufallen? Naja, solange man noch wieder aufsteht, denke ich mal, ja, ist es natürlich kein schönes Gefühl. Ne? Aber das gehört dazu. Ne? Und wichtig ist, dass man daraus lernt und weitermacht. Egal, was ihr machen wollt, seid da mit Herzblut dabei, macht es und versucht, wenn es darum geht, dass es finanziert sein muss, ne? Dass ihr das auf möglichst solide Beine stellt. Also wir haben das mit der Halle, uns da eine Größe rausgesucht, die auch dank der Stadt mit dem Pachtvertrag so finanziert ist, dass uns das nicht auf die Füße fallen kann. Ja, bitte? Ja, stell die Frage. Du musst ja trotzdem eine Frage stellen, ne? Ralf, kannst du dich uns bitte vorstellen? Okay. Mein Name ist Raik Schamberg. Genau. Genau, mein Name ist vielleicht auch Ralf. Nochmal. 3, 2, 1 und bitte. Hallo Raik, kannst du dich vorstellen? Ja. Hi, mein Name ist Raik Schamberg. Soll ich eigentlich in die Kamera gucken? Oh, da ist eine Fliege. Hallo Raik, kannst du dich vorstellen? Das ist schon wieder Raik gesagt.